Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Rule the Waves 2, mal wieder auf den Spuren von Tirpitz, Alfred von Tirpitz. Wir befinden uns im Krieg mit England und die britischen Inseln sind blockiert, weil die Homefleet irgendwie nicht mehr so ganz frisch ist, nachdem die Briten ein paar Schlachtschiffe verloren haben und ein paar Schlachtkreuzer. Der Krieg ist eigentlich, sollte nur noch eine Frage von, ja, sollte nicht mehr lange dauern, bis der Krieg nicht mehr weitergeht, aber aktuell läuft er noch. Von daher schauen wir mal, dass wir das Ganze zu einem glücklichen Ende bringen. Wir können an dem Zeitpunkt, ich glaube, ich gebe gleich nochmal 12 Zerstörer in Auftrag, weil wir wirklich einen sehr hohen Verschleiß an denen haben. Und dann können wir weiterschauen. Kreuzerschlachten, die Briten verweigern zunehmend die Schlacht, weil sie nicht mehr so viel haben. Chor, dann folgen sie der. Das ist ja auch Chor. Eine interessante Mischung, dass wir einmal Schlachtschiffe, einmal Schlachtkreuzer und einmal schwere Kreuzer haben. Die lassen wir aufklären. Und es wird, ich habe so den Eindruck, es werden immer weniger Zerstörer. Viele habe ich, glaube ich, nicht mehr. Krieg dauert ein bisschen zu lang. So, dann gehen wir natürlich hier sofort auf Höchstgeschwindigkeit, wenn die was geortet haben. Wie sieht die Sichtbarkeit aus? Okay, es ist Morgendämmerung. Das ist eine Korvette oder sowas. Okay. Das ist ein Frachtschiff dort. Können wir die beiden mal schnell versenken? Das Frachtschiff ist schon erledigt. Korvette hat den Vorteil, dass sie keine Torpedos hat. Das heißt, die ist relativ ungefährlich. Ja, wir retten ein paar Überlebende. Achso, und dann wollen wir hier noch das... Das kommt hier oben. Welche Flotte? Denn hier ist ein Bombardierungsziel. Das, wenn ich das schädige, gibt es Punkte. Das ist wahrscheinlich eine neue Korvette. Denn AMC sind ziemlich selten. Ein Frachter. Man kann Handelsstörer bauen. Aufgrund von Frachtern. Aber die werden automatisch wieder in Frachtschiffe umgebaut am Ende des Krieges. Und daher mache ich das eigentlich nie. Weil ich immer den Eindruck habe, es rentiert sich nicht so recht. Force of India. Okay, wir machen hier einfach mal den Befehl, die anzugreifen. Schnell sind die? 24 Knoten. Ziemlich starkes Schiff wieder. Gute Schiffe bauen sie, das muss man ihnen lassen. Ich glaube, ich gehe mit denen lieber auf Schlachtschiffjagd. Als das. Wo wollen die hin? Mann. Okay. Jetzt bitte. Die denn hin? Little Squadron. Wandeln die da hoch? Da kommt noch mal Schlachtschiffer. Ich glaube, die hat schon ein bisschen was abbekommen. Die wird langsamer. Passend, dass die keine bekommen. Die Hindenburg. Gar nicht so großen Schaden, aber ist wahrscheinlich das Ruder beschädigt worden.
War nicht mal höchstgeschwind. Jetzt nicht so schlau. Geil, die Zerstörer haben das Bombardement-Ziel vernichtet. Auch gut. Hey, das war ein Luftangriff, wobei die in der Phase noch nicht so dramatisch gefährlich sind. Ich glaube, die Empress of India hat es hinter sich. Jetzt schauen, ob ich... Suche ich hier. Hier kommen die Zerstörer, die sind jetzt gefährlich. Ich glaube, dann suche ich mal den Schlachtkreuzern hinterher zu gehen. Erledigt. Wieder völliger Overkill mit den Torpedos. Jetzt fliegt es auch noch in die Luft. Die Schlacht. Okay, die Flotte hat jetzt wenigstens wieder zusammengefunden. Problem ist, ich würde denen gerne hinterherfahren, aber der hat halt viele Zerstörer. Die haben nichts lieber, als dass man ihnen mit Höchstgeschwindigkeit hinterherkommt. Schon einer getroffen. Weg, weg, weg. Port hier hindrehen. Das ist angenehm, wenn er in die Luft fliegt, kann er keine Torpedos mehr verschießen. Schauen, ob wir hier noch kommen, aber ansonsten war es auch so schon ein Erfolg. Ja, das lässt sich gut sein. Wie gesagt, der Krieg ist sowieso gewonnen. Ob ich jetzt noch ein Schiff mehr versenke oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Denn bis ich wieder Krieg mit den Briten habe, sind die höchstwahrscheinlich sowieso schon veraltet und daher verschrottet. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich beim Abmarsch nicht nur irgendwie torpediert werde. Jetzt theoretisch die Möglichkeit gibt, denn der ist ein bisschen nah dran.
Speed. Geschwindigkeit. Welches bei 1000 hier unten sieht man die Dauer des Spiels? Das Ding hier. Das war's. Victor, einen Zerstörer verloren. Sie haben ein Schlachtschiff, einen Zerstörer. Oh. Verklagen wir nicht. Oh, wie viel Zerstörer habe ich denn überhaupt noch? Peace without border. Nee. Ich will einen Sieg. Lange können die es ja nicht mehr machen. Ich glaube, das sind tatsächlich alle Zerstörer, die ich noch übrig habe. Ich glaube, ich sollte noch mehr bauen. Und ich entwerfe noch mal einen. Die ich jetzt habe, sind nur Küsten. Nur für die Küste da. Was hat der? 6 Geschütze. 8 Torpedos, normale, mittlere Reichweite, das klingt doch nach einem vernünftigen Teil. Mit der Flugabwehr, die Storage, ne. Sweeping Gear, ah, lass mal es einfach so. Double Mounts for the Searched. Keeping Gear. Auf. Ich kümmere mich nicht um Zerstörer. Um die Flugzeuge. Aktuell sind sie noch nicht wirklich relevant. Sind noch zu schwach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt von einem Flugzeug versenkt werde, ist noch sehr gering. Eigentlich nach dem Krieg werden sie langsam spannend. Jetzt haben wir 1923. Battle. Ja, ich habe es gesehen, dass die Rumänen über den Abrams nachdenken, oder ich weiß gar nicht, ob sie sich schon entschieden haben. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, ja. Ja. Schadet nicht, was der amerikanischen Rüstungsindustrie tut, der Krieg gerade gut. Ob die, wieso die Entscheidung kommen, ist natürlich schwer zu sagen. Ob das irgendwie mit deutscher Politik zu tun hat oder ähnliches, wäre wahrscheinlich zu weit, das daraus zu schließen. Ich hab. Moment. Was ist denn hier? Hier ist auch noch ein. Under AI Control, okay. Gerade dachte ich, habe eine schwächere Flotte als die. Nee, ich habe noch andere, aber die sind nicht unter meinem Kommando. $100 Millionen Auftrag. 100 Millionen für 50. Das sind dann. Ach, das sind wiederhergestellte, gell? Aus den Depots. Da kann natürlich der Leopard nicht mithalten. Der wäre ein bisschen teurer.
mit dem Ding. 25 Schaden. Uff. Was? Siegfried. Was? Ich glaube, ich sollte mal meine Zerstörer checken. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Die Seitlets ist übel getroffen. Gar nicht mal so viel. Was, Siegfried? Okay. Das ist natürlich hilfreich. Das ist sogar sehr hilfreich. Jo. Kann man lassen. Die Zerstörer tun ihre Pflicht. Aber es ist auch wieder interessant, wenn man sich anschaut, wie viele Torpedotreffer die abbekommen haben. Und trotzdem... Okay, jetzt ist es erledigt. Trotzdem fuhren die weiter. Hat der Torpedorohre? Ja, zwei unter Wasser. Also nicht zu nah kommen. Sehr erledigt. Gehen wir uns zurück. Der Rest kommt auf den Werk, dann sind sie aber auch subventioniert. Viel zu billig. Was kostet ein Leopard? Ist nicht den höchsten Preis, den sie finden, ist 15 Millionen. Der niedrigste ist irgendwo bei 3-4 oder sowas. Kommt komplett auf die Version an, aufs Paket, die übliche Geschichte. Was der aktuelle Leo 2 A7 Plus kostet, wenn man nur den aus dem Werk kauft, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ohne Training, ohne Munition, ohne alles. Keine Ahnung, was der aktuell kostet. Gain 2 Prestige. Jetzt könnten wir langsam eigentlich mal... Oh, bald kann ich 1500er bauen, okay. Könnten wir langsam eigentlich mal den Krieg beenden. Briten könnten mal kapitulieren, solange sie noch irgendwas haben, was schwimmt. Übel. Wenn sich das anschaut. Anti-Ibellian... Italien in Libya. Destroy Action, ich habe keine Lust drauf. Fleet Battle. Okay, davon lehnen sie ab. Das lehnen wir ab. The Battle habe ich keine Lust. Blockade, so. Jetzt bekommen sie Probleme. Strikes and Anti-War Demonstrations, perfekt. Das heißt, die Briten sind kurz vorm Ende. 1500 Tonnen Zerstörer. Natürlich blöd, dass ich weiß gar nicht, wie viele gebaut habe. Aber so ist es halt. Ja, ein paar. So eine Handvoll habe ich gebaut. Ja. Die jetzt alle schlagartig nicht mehr konkurrenzfähig sind. Normale Reichweite. Allein. Wie zu viel sein? Overweight. Crowded. Kann ich mal so viel. Okay. Kann man noch eine mittlere Flak dazu nehmen. Dann haben wir 16 Torpedorohre. Sie ab. Ich kann auch die kleinen. Ich meine, ich habe fast das Fünffache an Punkten. Was, Siegfried? Hm? Ist schon wieder ein Schiff von mir torpediert. Die Amis sind ja auch noch dabei, ganz vergessen.
kleine. Ach, sie. Ja, jetzt müssen die Briten nur noch kapitulieren. Das wäre jetzt hilfreich. Auto-Resolve, wie ist es ausgegangen? Ohne großes Ergebnis. Briten wollen schon wieder einen harmlosen Frieden. Die geben einfach nicht auf. Aber ich meine, die sind kurz vor der Revolution. Also das sollte nicht mehr lange dauern. Saboteur. Ein Saboteur bist du. Nichts kann ich erkennen, deinetwegen, Siegfried. Nichts. Auto-Resolve. Kommen. Yep, das hier sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe noch nie ein kommunistisches Großbritannien gehabt. Mal schauen, ob das passiert. Dazu kommt. Phil aus Berlin wurde versenkt durch eine Mine. Phil, danke wieder mal für Ihren Dienst. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon gesunken sind. Danke auf jeden Fall. Okay, was ist hier? The Navy. Wir geben Ship Design. Proofs Heavy. Wenn sie nicht sinken, dürfen sie mir gerne die Schlachtschiffe torpedieren. Das ist für mich eine gute Verwendung. Das sind die, die ich hier einsetze. Ja, das sind ziemlich starke Schiffe. Da kann ich mir vorstellen, da wundert es mich nicht, dass die ständig gegnerische Schiffe versenken, wenn sie auf sie treffen. The Battle. Was? Tatsächlich. Wollen wir Lenin nach Großbritannien schicken? Klar machen wir das. Lützow. Er torpediert andauernd. Sieht man hier? Enemy Operational Subs. Er hat 40 Torpedos. Das ist natürlich eine Menge. Fleet Battle. Da lehnen sie ab. Wenig verwunderlich. Raid on Coastal Shipping. Keine Lust. Triple Bottom. Okay, hat einen. Frachtschiff versenkt anscheinend. Und wieder ein Torpedo. Also ich muss irgendwie. Brauche wohl mehr Anti-U-Boote. Aber die können nicht mehr, es kann nicht mehr lange sein, dass sie kapitulieren. Feuerattack. Schiffe bauen mit 64.000 Tonnen. Die wollen wirklich nichts rausrücken, die Briten. Irre. Das dürfte einer der längsten Kriege sein, die ich geführt habe. Erst recht nachdem die Sache so eindeutig ist. Wenn er allzu lang weitergeht, haben die Briten eine neue Flotte gebaut. So weit sind sie noch nicht. Warte momentan nur noch ab, dass es endlich mit den Briten vorbei ist. Gleichzeitig habe ich keine Lust. Lust, dass ich es denen schenke.
Siegfried, wie soll es so weitergehen, ha? Blockiert mir immer die Sicht. Wir blockieren weiterhin die. Dann wäre es schön, wenn die Briten endlich mal kapitulieren würden. Interessant auch, dass der Revolutionär nichts gebracht hat, ihn zu den Briten zu schicken. Kann jetzt auf allen Schiffen Überwasser-Torpedorohre bauen. Briten versenken sozusagen, das ist die britische Lusitania jetzt. Die Briten haben einen, die neutralen Nationen sind jetzt sauer auf die Briten. Das bedeutet, es besteht eine gewisse Chance, dass dann andere Nationen die den Briten den Krieg erklären. Den nicht an dem Kleinen vorbeischauen. Ich glaube, beim nächsten Mal empfehle ich Frieden. Das wird langsam nervig. Sollte wahrscheinlich jetzt mal schauen. User Battle, warum auch nicht? Siegfried, wie soll ich denn so spielen? Kann ich gar nicht. Das wird der Punkt sein. Der kleine Mann will nicht, dass ich spiele. Komm hier. Was? Ach, du hübscher Kerl, du. Die Furious wird schon langsam. Die Torpedos sehen gut aus. Aber die Göben hat auch schon gut Schaden genommen, wie ich so sehe. Aber so robust, wie die sind. Wahnsinn. Was die Briten immer an Torpedos abbekommen, ohne dass sie sinken. Warum sind da weitere Schlachtschiffe? Fällt mir jetzt nicht so. Holtke vom Torpedo getroffen. Nicht mehr. Wie schnell die Furious immer noch ist. Wahnsinn. Wird jetzt nur unangenehm. Denn irgendwie überrennt er mich jetzt ein bisschen. Naja, kann auch sein, dass auch ich meine Schlacht verliere. Oder natürlich. Ein britisches Schiff fliegt mal wieder in die Luft, weil es getroffen wird. Das kann natürlich auch passieren. Oh, das war der erste Torpedotreffer aus einem Kampfflugzeug.
Was mir auch nicht gefällt, ist, wie schnell ich fahren muss. Yep. Ah, die Moltke ist verloren. Die kann ich nicht mehr retten. Verdammt. Ja, ich fürchte, die beiden Schlachtkreuzer werde ich verlieren. Der will sie erpressen. Operation Seelöwe. Die deutsche Marine war nicht geeignet. Es kam nie zur Operation Seelöwe. Das ist der ganze Plan war überaus optimistisch und ist ohne vollständige Luftherrschaft auch völlig undenkbar. Und selbst wenn, da ging es ja um so dermaßen viel, da hätten die Briten im Notfall auch einfach ihre halbe Flotte geopfert, um die deutsche Angriffsflotte zu erledigen. Also es war generell, hatte das kaum je wirkliche Erfolgschancen. Ich glaube nicht, dass ich werde die beiden verlieren, habe ich den Eindruck. Ja. War auch mal Zeit für neue dann, oder? Ja, das wird nichts mehr. Ich habe ein paar Torpedotreffer erzielt, aber wenn ich mit zwei Schlachtkreuzern gegen, ich glaube, zwei Schlachtschiffe und zwei Schlachtkreuzer antrete. Nicht so gesund. Die haben noch jede Menge Torpedos. Wahrscheinlich sollte ich einfach wieder mal einen Selbstmord dran machen. Genug Torpedos, genug Zerstörer habe ich ja. Ja, genau, da ist das zweite Schlachtschiff. Nicht mehr viele. Egal. Jupp, die sind beide verloren. Schießen. Vielleicht. Sinkt sie jetzt bitte mal? Ich meine, wenn ich wenigstens ein oder zwei mitnehmen würde, wäre es nicht so schlimm. Oder wäre es vertretbar? Ah, habe ich ja schon versenkt, fällt mir gerade ein. Genau. Und die Empress of India sollte es wahrscheinlich nicht mehr machen. Okay. Kann die Verluste leichter verkraften und die Schiffe sind auch schon wieder ein paar Jahre alt. Victor Germany. Okay. Verstehe nicht ganz wieso, aber ich will mich nicht beklagen. Ja, der Kaiser ist aber unglücklich, weil er seine Schiffe mag. Ich verliere ein Prestige. So, brauchen wir jetzt mal ein neues Schlachtkreuzer-Design. Oder was ist ein wichtiger?
hat zwar zwei verloren. Waren auch die Moltke-Klasse. Es waren welche von den Alten. Also nicht so dramatisch. Ich glaube, Schlachtschiffe brauche ich dringender. Die sind von 1910. Die sind 15 Jahre alt. Gott. Inch. 21 Knoten. Bin mindestens 5. Wie schnell darf ich es machen, ohne dass es Kreuzer gibt? Auf 29. Okay. 30. Aber 50.000 ist natürlich. Mal Aft Superimpose den weg und den Forward Superimpose Drilling. Das klassische wie die amerikanischen. Sind wir nämlich plötzlich im positiven Bereich. Panzerung ist soweit in Ordnung. Sekundär kann ich leider noch nicht Dual Purpose machen. In 50.000 Tonnen. Hausnummer. Das war es dann mit der Brandenburg. 30 Knoten. Das wird ein starkes Ding. Battleship Engagement. Okay. Das Regime in Großbritannien wird durch Unruhen und Demonstrationen, sag mal, wrecked, also unter Druck gesetzt wahrscheinlich. Sie sind gezwungen, einen Frieden mit uns zu schließen unter Aufgabe der folgenden, unter Aufgabe von Territorien. Sie mussten Rhodos zurückgeben und ich habe jetzt 10 Punkte. Okay, wollen wir Irland nehmen? Gibraltar wäre natürlich nett. Thailand, Hongkong. Hongkong und Singapur. Das wäre natürlich böse. Gibraltar und Singapur. Nee, Gibraltar und Hongkong. So richtig, um es richtig reinzureiben. Falklands wäre natürlich auch lustig. Nee, Gibraltar und Hongkong. Gut, dann erstmal einmotten. Bin nicht sicher, wie weit das ein gutes Design war. Hier könnten wir umbauen. So. Ich glaube, 16 Knoten darf Wetter haben. Mein Sweeping Gear, Minenleger, zusätzliche Wasserbomben und eine Menge Flak drauf. Die können sogar Dual Purpose sein. Only CLDD. Okay, sie können. Sie können noch keine Dual Purpose machen. Aus. Öl ist teurer. Ich bleibe. Das heißt, so kann ich die alten Zerstörer wieder nutzen, indem ich sie einfach in Korvetten umbaue.
die dann im nächsten Krieg helfen werden, die Flotte zu beschützen. Die sind allen Ernstes, ich habe hier Kreuzer aus dem letzten Jahrhundert, die nach wie vor ihren Flottendienst machen. Ich glaube, die sollte ich eigentlich mal verschrotten. Also das ergibt wirklich keinerlei Sinn mehr. 21 Knoten. Leichten Kreuzer. Unbedingt nur. Geldproblem. On foreign stations. Sind wir mal optimistisch, dass wir Zeit haben, neu zu bauen. Nicht wird's problematisch. Was, Siegfried? Tonnen. Ich brauche so dringend neue Frachtschiffe. Die sind winzig. Haben auch nur 12-Inch-Geschütze. So, der Kaiser will natürlich mehr Schiffe kampfbereit haben. Ah, zu viel Geld angespart. 2 Millionen im Monat plötzlich weg für den Bau der Flotte. Okay, 35.000 Tonnen, 16 Inch. Das ist jetzt zum Beispiel mal ein interessantes Flottenabkommen, denn das entspricht de facto dem Washingtoner Flottenabkommen. Kostet die Briten, kostet die Franzosen, die Italiener, die USA und mich kostet es nichts, weil ich noch nichts gebaut habe. Gut, ich glaube, an der Stelle stoppe ich das Ganze. Siegfried will meine Aufmerksamkeit, der lässt sich nicht ablenken. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Hinterlassen Sie Kommentare für den Algorithmus und abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie Ihnen das gefällt. Und vergessen Sie die Glocke nicht. In der Beschreibung finden Sie andere YouTube-Kanäle und meinen Twitch-Kanal. Wäre schön, wenn ich Sie dort wiedersehe. Das war's dann ansonsten soweit an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ich sehe Sie beim nächsten Mal. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.